Dann begrüße ich euch wieder herzlich zum jetzt sechsten Gespräch hier im Tschechow-Studio in Berlin. Auf der Grundlage dieser Idee bedingungsloses Grundeinkommen mit verschiedenen Menschen. Und heute Abend freue ich mich sehr, begrüßen zu dürfen Marina Weißband von der Piratenpartei, Geschäftsführerin. Und das wäre meine erste Frage, was ist denn deine Aufgabe im Vorstand? Du bist im Bundesvorstand der Piratenpartei. Mhm. Was ist deine Aufgabe da? Meine Aufgabe ist es, mich möglichst überflüssig zu machen. Ich bin zwar politische Geschäftsführerin, klassischerweise bedeutet es, ich bin verantwortlich für unsere Positionen und unsere Inhalte. Mhm. Was aber in einer basisdemokratischen Partei ein Null an Macht bedeutet, weil ich im Prinzip nur für die Beschlüsse der Basis spreche. Also ich spreche nicht immer über meine eigenen Ideen und über das, was mir am wichtigsten ist. Auch wenn ich mal nicht einverstanden bin mit einem Punkt, den die Partei beschlossen hat, ist es mir wichtig, dass ich bei größeren Auftritten gut argumentiere, warum die Partei was beschlossen hat. Und letztlich bin ich nur ein Sprachrohr und ein Verwaltungsorgan. Das heißt, ich muss auch gucken, wie kriegen wir eine Meinungsfindung zustande, wenn wir 20.000 Piraten haben. Und jeder soll gehört werden und die Meinung von jedem soll einfließen. Und die Basis entscheidet alles. Und ich darf da möglichst wenig Einfluss drauf nehmen. Und das machst du? Das mache ich. 20.000 wilde Piraten und du bringst das unter einen... Mein Beruf ist, glaube ich, am ehesten zu vergleichen mit dem einer Domtöse. Ah. Ja, das ist ja aber ein schöner Ball, den du mir hinlegst. Jetzt ist die Frage, also, weil du vertrittst natürlich sehr viele eigene Meinungen. Mhm. Aber das heißt, das, wo dein Herz schlägt oder wo deine Fähigkeit da ist, ist, dass du vermittelst. Ja, wobei das natürlich auch eine Meinung ist, die ich sehr stark vertrete. Ich bin sehr für Dialog immer. Das heißt, ich habe selbst gar nicht so extreme Positionen an vielen Stellen, sondern ich versuche immer, die Diskussion möglichst sinnvoll zu führen. Denn ich glaube, je mehr Argumente wir austauschen, auch mit Gegnern unserer Position, desto besser, desto wahrhafter wird unsere eigene Position. Was ist dann der Kernpunkt, was dich interessiert? Was liebst du daran? Was ich daran liebe, ist, Potenzial zu entwickeln. Ich glaube, wir haben unglaublich viel Potenzial, das in jedem einzelnen Piraten, in jedem einzelnen Bürger ist, die Welt zu verändern und zu verbessern. Und das, also diese Ideen, die verschiedenen Leute dazu haben, gegeneinander zu werfen und zu gucken, welche Ideen funktionieren miteinander, welche Ideen sind gegeneinander, welche davon sind besser, geeigneter, werden von mehr unterstützt. Dieser Prozess ist das, was mich mit Leidenschaft erfüllt. Das ist was Unsichtbares. Das ist was Unsichtbares. Ich komme da drauf. Ich habe gelesen auf deiner Website, du hast so einen Neujahrsgruß geschrieben und da ging es ums Unsichtbare. Aber ich habe jetzt nicht den Klick gefunden, wie die Geschichte weiterging. Weißt du noch, was du da geschrieben hast? Ja, ich habe einen Neujahrsgruß alle Unsichtbaren gerichtet. Denn ich wurde in den Medien in letzter Zeit sehr hoch gelobt. Ich war Lichtgestalt und Galionsfigur der Piraten und überhaupt ohne mich würde diese Partei zugrunde gehen. Und worum es mir in diesem Text ging, war herauszustellen, dass ich eigentlich nur eine Hülse bin, weil ich zuhöre und weil hinter mir halt die ganzen Piraten stehen, die die Termine verwalten, die Programmpunkte ausgearbeitet haben, die im Hintergrund diskutiert haben, wie richtig, wie gut diese Programmpunkte sind, die Bundesparteitage organisieren, die Flyer machen, die im Regen stehen und irgendwie mit Passanten reden, die Ideen von den Bürgern aufgreifen und. Das alles fließt zusammen und dann bekommt das irgendwie mein Gesicht, aber das wird der Sache halt überhaupt nicht gerecht. Fragezeichen. Es ist aber so, dass offensichtlich viele das Programm der Piratenpartei und alles, was da passiert, von dir hören, also von dir Person hören. Das heißt, es wird der Sache gerade sehr gerecht. Unsere Gesellschaft ist so gestrickt, es hat auch ein bisschen mit der menschlichen Psyche zu tun, dass wir Gesichter brauchen, dass wir gerne wissen, von welcher Person wir welche Informationen bekommen. Und ich spreche für die Piratenpartei in politischen Belangen. Das heißt, dass es natürlich mein Job ist, auch Sprachrohr dieser Partei zu sein. Was aber nicht bedeutet, dass es mein Verdienst ist, was da rauskommt, sondern das ist der Verdienst einer riesigen Gruppe. Ja, aber ist das dein Verdienst dann in dem Fall, dass du es so weitergibst, dass du dich nicht der Sache in den Weg stellst, sondern der Sache quasi dienst? Ja. Ist sowas ein, oder sagen wir mal, was würdest du sagen, ist das Demokratie- und Politikverständnis deines als Mitglied der Piratenpartei? Mein Demokratie- und Politikverständnis ist, dass wir Menschen sind, die helfen, die Welt zu gestalten. Politik ist halt nichts, was weiter in einem geschlossenen Bereich passieren kann, der von Politikern betrieben wird. Politiker ist eine eingeschränkte Rolle. Das ist ein meistens Mann in einem Anzug mit vorgefertigten Sätzen, mit Dingen, die, also ohne Fehler,
Politiker machen keine Fehler. Politiker sind immer perfekt und immer politisch korrekt. Und wissen alles. Und wissen alles, richtig. Sie haben niemals Wissenslücken, sie müssen niemals was nachschlagen oder so und sie müssen niemanden fragen. Und das ist ein Problem, das wir uns selbst als Gesellschaft aufgeheizt haben, das vielleicht mal so notwendig gewesen ist, weil wir nicht die Mittel hatten, uns auszutauschen, weil ein Politiker natürlich immer nur 20 Minuten mal einmal im Monat im Fernsehen war und dann musste er halt gut aussehen, klar. Aber jetzt ist er halt täglich auf Twitter und jetzt kann er auch mal sagen, guck mal, ich bin ein Mensch, ich habe Fehler. Und diese Menschen müssen die Gesellschaft mitgestalten. Das muss nicht nur eine Elite sein, sondern das müssen alle sein. Denn je mehr das machen, desto mehr Gegenargumente haben wir zu unseren Argumenten, desto mehr Ideen haben wir, desto mehr Entwicklung haben wir da drin. Und desto nachhaltiger sind die Entscheidungen, die getroffen werden. Deine Freude besteht darin, dass eine Vielfalt ist, dass Sachen sich austauschen und sozusagen aus dem Leben was entsteht. Richtig. Ohne dass du bestimmst, was es sein muss. Richtig. Trifft sich schon mit der Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen? Trifft sich ziemlich perfekt. Also ich habe gemerkt, ich arbeite jetzt 70 Stunden. Ich bekomme dafür keinen Cent. Ich habe viele Freunde, Bekannte, nicht nur aus dem Bereich der Politik. Also niemand in der Piratenpartei bekommt ja irgendwas für das, was er tut. Ich habe aber auch zum Beispiel in Integrationsvereinen viel zu tun, weil ich selbst Migrantin bin. Ich habe viel mit Menschen zu tun, die gerne arbeiten, weil sie Ideen haben. Und sie möchten diese Ideen gerne umsetzen. Sie haben etwas gelernt und sie möchten es einfach gerne machen. Und oft ist das die einzige Beschränkung, dass sie es sich nicht leisten können, das zu machen. Das ist für mich persönlich ein ganz furchtbar frustrierendes Gefühl, weil ich die ganzen Potenziale sehe und sehe, wie sie dahin schwinden. Ich sehe eine Diplompsychologin aus Russland, die hier einen riesen Verein aufgezogen hat, der mit Russischsprachigen arbeitet, der sie integriert, die jetzt das nicht mehr machen kann, weil sie irgendwo einen Eurojob absitzen muss. Das sind Dinge, die machen mich natürlich furchtbar fertig, weil ich finde, dass wir unglaublich produktiver werden als Gesellschaft, nicht nur in der Politik. Ich habe jetzt das Beispiel von der Politik, von dem Ideenreichtum gebracht. Aber das Gleiche haben wir ja auch in jedem kreativen Bereich, in jedem wirtschaftlichen Bereich, in allen Bereichen des Lebens. Bildung zum Beispiel auch. Katja Kipping von den Linken hat mal gesagt, das bedingungslose Grundeinkommen ist eigentlich eine Demokratiepauschale. Teilnahme an der Gesellschaft, Teilnahme auch an der Gestaltung, auch an der politischen Gestaltung. Dem würdest du zustimmen eigentlich? An sich ja. Ich finde übrigens, dass der Begriff Demokratie oder auch Mitgestaltung unterschätzt wird. Es gibt sehr wenig Menschen, die sich tatsächlich für Politik interessieren, weil Politik eben etwas so Seltsames ist. Wer will schon die Gesellschaft mitgestalten? Hauptsache, ich kann hier irgendwie zufrieden leben, meinen Freunden geht's gut, mir geht's gut. Diesen Gedankensprung, dass die Gesellschaft mitgestalten eigentlich nicht bedeutet, ich sitze in irgendwelchen Konferenzen oder Ausschüssen und mache dort Gesetze, sondern ich gestalte meine Umwelt, damit es mir und meinen Freunden und auch den Fremden da hinten gut geht. Diesen schaffen viele nicht. Und die Politik schafft es auch nicht, den zu vermitteln. Dass Politik etwas ist, das jeden immer und unmittelbar betrifft. Das heißt, wenn wir von einer Teilhabe reden, dann wird der Effekt davon wahnsinnig unterschätzt. Ja, also das Beispiel jetzt von der Frau, das war ja zum Beispiel ganz eigenes Gestalten und du stößt sofort an die politischen Rahmen. Und Tschechow-Studio stößt sicherlich auch überall an politische Rahmen. Und du mit deinem, was du verwirklichst, ja auch. Ja. Und bewegst dich darin. Ja. Was ist für dich beim bedingungslosen Grundeinkommen so der zentrale Punkt, zu dem du Ja sagst? Der zentrale Punkt, zu dem ich Ja sage, das ist ein bisschen geteilt. Also das eine ist, dass ich anerkenne, wir haben einen Vorrat an Dingen, Produkten, Dienstleistungen und wir haben eine Gruppe von Menschen. Und diese Menschen sind, dadurch, dass sie Menschen sind, wertvoll und erhaltenswert und unterstützenswert und diese Menschen sollten eine Gesellschaft bilden. Und das bedeutet, wir nehmen jetzt die Produkte und geben sie den Menschen. Das ist eigentlich das Logischste, was mir so einfällt. Als ich früher als Kind irgendwie einen Zoo gemacht habe mit verschiedenen Tieren aus Legos, dann habe ich auch allen Tieren halt als erstes mal was zu essen gegeben. Das ist einfach das, was Kinder tun. Ich forsche ja gerade mit Wertestrukturen von Kindern, darum wird sich meine Diplomarbeit drehen. Sag nochmal Wertestrukturen, also was ist Kindern wichtig? Das ist Teil einer internationalen Studie von Shalom Schwarz aus der Universität von Tel Aviv. Der hat die Wertestrukturen von Erwachsenen erforscht, international, in jedem Land einzeln. Und jetzt machen wir das mit Kindern und ich werde in der Ukraine erheben. Wir wissen aber schon, dass die Werte von Kindern international gar nicht so verschieden sind wie die von Erwachsenen. Und die Werte von Kindern sind international immer mehr darauf gerichtet, zu denken, wenn der andere weniger hat als ich, dann gebe ich ihm was ab. Und einfach
zu verteilen, also die Ressource zu erkennen und sie zu verteilen auf das, was gebraucht wird. Und das andere, was mich halt total begeistert am bedingungslosen Grundeinkommen, ist das Potenzial an Kreativität, das es birgt. Ist das Potenzial an Menschen, die Ideen haben, die die Welt verbessern könnten, es sich aber im Moment nicht leisten können. Und deswegen was Nutzloses tun müssen. Das ist dann der Unterschied zwischen den Zootieren und den Menschen. Weil da kommt jetzt Engagement und Kreativität. Richtig, dazu. Weil die Zootiere, die lassen sich flauschen, das ist toll, aber das ist eher passiv. Und die Menschen unterscheiden sich gerade dadurch, dass sie halt aktiv sind. Und dass sie, wenn man ihnen nur einen Freiraum lässt, dann ist die Motivation eine ganz interessante Sache. Wir brauchen keine Anreize, wovon die FDP immer spricht. Hier hast du eine Karotte, arbeite mal. Sondern wir brauchen einfach nur, hier hast du Freiraum. Tu, was du willst. Und dann fangen die Leute an zu arbeiten. Das ist total, also das habe ich in der Psychologie das erste Mal gelernt im Studium. Und das hat mich so fasziniert, dieser Gedanke. Ich brauche einem Menschen einfach nur was zu essen und ein Dach über dem Kopf zu geben. Und andere Menschen. Die anderen Menschen sind auch wichtig, weil sonst macht er gar nichts. Aber wenn andere Menschen noch drumherum sind, dann fängt er an, aktiv zu werden. Das hast du in der Psychologie gelernt? Das habe ich in der Psychologie gelernt. Das ist eine Erkenntnis, dass Motivationsstrukturen so funktionieren, dass wenn ich etwas kann, zumindest ist das ein Ast, also das heißt Selbstverwirklichung, ja, als höchste menschliche Motivation ist die Selbstverwirklichung oder die Selbstaktualisation. Wenn ich etwas kann, dann werde ich es erstens tun und zweitens strebe ich, mich darin zu verbessern. Und wenn ich etwas nicht kann? Wenn ich etwas nicht kann, dann, also wenn ich ein Kind bin und etwas nicht kann, dann strebe ich zu lernen. Mhm. Kinder haben unglaublichen Wissensdurst. Mir ging es jetzt so, dass das ungefähr bis zur 7. Klasse gehalten hat. Also spätestens dann habe ich auch angefangen, meine Dreien zu schreiben, damit ich nicht so unterschiedlich von meinen Freunden war. Spätestens dann hatte ich keine Lust mehr, weil dieses Wissen da so reingestopft wurde und dann fing es im Trotz an. Nee, ich möchte aber dein Wissen nicht. Wenn man aber ein Kind einfach Freiraum lässt, also so den Unterricht öffnet, dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass es gibt Modellschulen, die das machen, also die ganz bewusst sehr, sehr viele Freiräume lassen. Dann fangen Kinder an, sich das Wissen zu holen, weil sie es wollen. Und dann lernen sie und dann können sie was. Wenn ich ein Erwachsener bin und man hat mich immer wieder am Lernen gehemmt und ich kann nichts als Erwachsener, dann kann es auch passieren, dass ich sage, nö, ich tue jetzt nichts, weil ich habe keine Lust, was zu tun, weil ich kann ja eh nichts. Das sind aber Leute, die sehr leiden meistens. Das sind oft depressive Symptome, die da sind. Das heißt, das sind im Prinzip gebrochene Menschen, die da sitzen und sagen, ich möchte nichts tun. Es ist auf keinen Fall die menschliche Natur. Ja, gebrochen oder festgehalten? Teilweise festgehalten, teilweise so stark verbogen zumindest, dass es schwer ist, diese Motivation wiederherzustellen. Es ist aber in fast jedem Fall möglich. Das heißt, du verbindest mit den ganzen Sachen, die du tust, erstens immer auch einen heilenden Aspekt. Ja. Was heißt heilen? Ich glaube, die Heilung des Menschen besteht an sich in der Förderung seiner Potenziale. Selbstheilung. Selbstheilung, genau. Und dafür den Raum schaffen. Mhm. Und bei dir hängt alles sozusagen zusammen. Wenn du Psychologie studierst und das vor allen Dingen sich auf Kinder richtet, dann richtet sich das aber auch auf die Erwachsenen. Und was du bei den Piraten machst, ist eigentlich auch die gleiche Arbeit und eigentlich tust du einfach. Ich tue einfach. Ich habe einfach so ein gewisses Verständnis von der Welt und das ist noch lange nicht fertig. Das ist total lückenhaft. Ich lerne und aus dem, was ich gelernt habe, versuche ich natürlich zu tun. Aber ihr habt zum Beispiel auch keine Probleme zu sagen, ich weiß da die Lösung nicht, ich habe die Position nicht richtig. Ich hatte es gelesen, dass du, glaube ich, auch mal gesagt hast, ob wir jetzt eher wirtschaftsliberal sind oder eher links sind, das wissen wir noch nicht so genau. Mhm. Genau, also jeder von uns weiß wahrscheinlich, was er will, was wir sind. Aber was wir letztlich als Summe in der Partei sind, ist mir auch noch nicht so ganz klar, weil wir unser Wirtschaftsprogramm noch nicht beschlossen haben. Aber es ist wichtig, dass wir das sagen. Weil das ist genau diese Selbstlüge, die ganz, ganz oft passiert, wenn man nämlich sagt, ich weiß alles und man weiß es in Wirklichkeit nicht, hat man keine Chance, das zu ändern. Mhm. Wenn man sagt, ja, nein, ich weiß alles, wieso, ich brauche keine Aufklärung, und wenn wir aber sagen, ich weiß es nicht, sag mir mal was. Und du da, sag mir auch was und du da, sag mir auch was. Also das ist wichtig, ich frage nicht nur eine Quelle, sondern ich frage ganz viele Quellen. Die sagen mir verschiedene Dinge und dann muss ich was ganz Furchtbares tun, nämlich in mir irgendwie Widersprüche aushalten. Dadurch lerne ich aber und dadurch entwickle ich echte Positionen. Das ist doch der neue Punkt eigentlich, den ihr auch reinbringt. Richtig. Also dass man eine Partei sein kann, die aber nicht daraus besteht, dass alle schon vorher genau wissen, was jetzt kommt, obwohl man gar nicht weiß, was kommt. Richtig. Also ich stehe jetzt vor dem Problem, natürlich müssen wir zu den Bundestagswahlen irgendwie ein Wirtschaftsprogramm entwickeln. Und viele Piraten haben einfach nicht so viel Ahnung von Wirtschaft. Und ich auch nicht.
weil Wirtschaft ein sehr komplexes Ding ist und ich komme aus einer ganz anderen Fachrichtung. Das heißt, man kann zwar eine Ansicht haben, was richtig und was falsch ist, aber so richtig fundiert kann man das als Experte dann nicht sagen an der Stelle. Und ich habe deswegen Wirtschaftsschulungen angeplant und wen ich da angefragt habe, sind einerseits Vertreter von Banken, es ist aber auch andererseits Vertreter von Attac. Und ich möchte ganz bewusst, dass beide da ihre Meinung sagen und die werden sich furchtbar widersprechen, klar. Aber das ist ja das Wichtige. Weil dann die Piraten selbst als Partei ja dafür da sind, sich das anzuhören und sich daraus eine Meinung zu bilden und auch einen Willen. Also ihr seid die Partei für den Austausch. Ja. Transparenz ist auch ein Stichwort von euch. Ja. Was siehst, wo kommt das her? Man kann sagen Internet und so weiter. Aber was ist für dich der Begriff Transparenz? Transparenz bedeutet für mich einfach Ehrlichkeit. Spielen wir mit offenen Karten. Ich finde Politik, also spielen abends so Poker ist ganz nett, aber Politik ist dafür viel zu wichtig. Deswegen sage ich einfach, wisst ihr was? Das hier weiß ich, das hier weiß ich, das hier weiß ich nicht. Hier bin ich noch nicht ganz sicher. Wie war das nochmal? Und das ist übrigens der Vertrag, den ich vorhabe zu unterschreiben. Hier, seht euch das an. Denn anders kommen wir gar nicht zu richtigen Entscheidungen. Wir müssen ja nicht als Partei Entscheidungen treffen, wir müssen als Menschen Entscheidungen treffen. Genau, und du bringst die Sachen ins Spiel. Du bringst sozusagen alle Faktoren in ein gemeinsames Spiel. Richtig, Gleichberechtigung. richtig. Sag mal, spielt da die Kunst für dich auch eine Rolle? Die Kunst spielt für mich insofern eine Rolle. Also ich war auch oder bin, weiß ich nicht, ich habe jetzt gerade keine Zeit, aber ich bin an sich auch Schauspielerin. Ich bin an sich auch Künstlerin. Ich lebe auch teilweise davon, dass ich Bilder male und verkaufe. Für mich ist Kunst letztlich erstens Selbstausdruck, andererseits aber auch ein ganz wichtiges Element, Kunst entfremdet. Kunst ist wie so ein Zerspiegel der Welt und stellt uns nochmal so Tatsachen, die wir für völlig offensichtlich und alltäglich halten, nochmal in kruder Form vor und wir fangen plötzlich an, darüber nachzudenken. Wir fangen plötzlich an, sie bewusst wahrzunehmen und darüber nachzudenken. Deswegen bin ich solcher Fan von Kunst im öffentlichen Raum. Denn die bringen mich erst dazu, Moment mal, wo bin ich hier? Öffentlicher Raum, was macht das da? Und wie reagieren die anderen Menschen? Und plötzlich achte ich auf die anderen Menschen. Und plötzlich komme ich in einen Austausch mit Passanten, mit denen ich sonst nie in Austausch gekommen wäre. Dieses wachrüttelnde Element der Kunst ist für mich ganz wichtig. Aber was du machst jetzt in der Partei, ist auch Kunst im öffentlichen Raum. Ja, wobei da die Grenzen zwischen Kunst und Gesellschaft und Klar, so fließend werden. aber bei Kunstwerken ist die Grenze zwischen Kunst und Nicht-Kunst auch immer Das sehr stimmt, das fließend. stimmt. Aber ja, ich versuche im Prinzip das alles zu vereinen. Also Kunst, Psychologie, Politik, Ja. basales menschliches Miteinander, das ist alles dasselbe im Prinzip. Das Wichtige ist halt, dass wir nicht diese künstlichen Schranken aufbauen. Der da ist ein Politiker und der da ist ein Pädagoge und der da ist ein Nachbar. Sondern dass wir alle zum selben Ziel im Prinzip streben. Und auch die anderen Parteien, die dann höllisch über mich herfallen und sagen: Ja, das wussten die Grünen aber schon viel früher alles. Ja, wusste ich vielleicht, ist ja auch gut, aber können wir jetzt bitte diesen Parteienhickhack hinter uns lassen? Wir wollen doch im Prinzip alle dasselbe. Also Genau. Weißt du, was mir aufgefallen ist, sage ich jetzt, ich habe mir vorhin noch mal deine Website angeguckt und die Bilder angeguckt. Und da ist mir aufgefallen, du malst und zeichnest überhaupt nicht, dass man die Frage hat, ist das jetzt gut oder schlecht? Oder ist das Kunst oder nicht? Das ist ja bei anderen oft so. Dass mir aufgefallen ist, du machst es einfach. Du hast nicht den Anspruch oder die Frage, bin ich jetzt Künstlerin? Ist das jetzt, reicht es auch? Kann man das tun oder nicht? Du zeigst ganz viel von dir, das ist auch viel Beschäftigung mit dir selber und deine Wünsche und Bilder und so weiter, was da vorkommt. Also mir ist aufgefallen, du machst einfach Sachen. Du hast weniger die Frage, was bin ich dann oder wer, was, also kann ich mich positionieren? Und das scheint mir bei dir aber in dem, wie du jetzt politisch tätig bist, auch der Fall zu sein. Ja, ich würde gerne Rollen und Erwartungshaltungen überwinden. Und wie macht man das in der Psychologie? Das ist ganz schwierig, weil Rollen und Erwartungshaltung leider etwas sind, auf das wir psychologisch angewiesen sind. Das heißt, ich werde mit meinem Kampf nie Erfolg haben und das ist eigentlich auch gut so. Ich versuche nur sozusagen die Latte wieder ein bisschen in weniger Erwartungshaltungen zu ziehen. Also deswegen übertreibe ich bewusst. Aber in der Psychologie funktioniert es im Wesentlichen dadurch, dass wir ins Hinterfragen kommen, dadurch, dass wir Widersprüche aufbauen, dass ich die eine Rolle spiele und plötzlich etwas ganz anderes sage. Und dann ist der Mensch gezwungen, darüber nachzudenken, wie sehr ich eigentlich in dieser Rolle bin. Ist das für dich zusammen mit Theater auch? Ja, das ist auch zusammen mit Theater, wo man auch eben eine Rolle hat, die Rolle brechen kann.
Und man hat ja auch noch seine eigene Persönlichkeit. Und es gibt Schauspieler, bei denen schimmert das halt total stark durch. Und es gibt Schauspieler, die gehen völlig in der Rolle auf. Und das hat mich immer fasziniert. Und ich glaube, genauso ist es in der Politik. Also völlig genauso. Und dass du jetzt diese Haltung vertrittst, ich weiß es nicht, ist das bei sehr vielen in der Piratenpartei so? Ich bekomme es so mit. Ich merke einfach, ich habe jetzt in Schleswig-Holstein Wahlkampf gemacht dieses Wochenende. So, da komme ich gerade her. Und ich habe nicht im Hotel geschlafen, sondern wir haben mit meinem ganzen Presseteam im Wohnzimmer bei einem Piraten auf dem Boden übernachtet. Also der ganze Boden lag voller Piraten. Und das waren aber auch ganz, ganz wichtige. Also die Äquivalente davon sind halt der Bundesvorstand und das Presseteam einer Partei. Und wir bleiben aber einfach die, die wir sind. Und ich glaube, das ist auch ein Verständnis, das sich durch die ganze Partei zieht, obwohl ich natürlich nicht für alle Mitglieder sprechen kann. Also diese Versuche, dass man was ändern will, auch Antiparteiensystem sein will, Grüne zum Beispiel, ist ja dann bei den Grünen eigentlich doch wieder eine normale Partei gelandet, obwohl die Anfänge auch völlig anders waren. Also auch gar nicht Partei werden wollten und so weiter. Du hast das Zutrauen schon, dass die Piratenpartei, auch wenn sie jetzt ganz viel Zuspruch bekommt, viel Medienecho, all die Kräfte darauf wirken, dass ihr sozusagen diese frische Haltung bei sich zu bleiben auch durchhaltet. Ich habe die sehr starke Hoffnung. Ich weiß, dass wir Gefahr laufen. Wir alle wissen das. Wir haben alle gesehen, was bereits geschehen ist. Wobei da noch zwei Faktoren mit reinspielen. Erstens, die Grünen haben viele Dinge aufgegeben, die sie für unmachbar hielten. Aber sie hatten auch nicht die Mittel, die wir heute haben. Die Grünen in den 80ern hatten kein Internet, das diese Basisdemokratie, die sie damals schon angestrebt haben, so leicht ermöglicht hätte wie bei uns jetzt. Und das Zweite ist, man sagt immer, die Grünen haben sich so angepasst. Aber das stimmt nur zum Teil. Zum Teil hat sich auch die Gesellschaft an die Grünen angepasst, dass wir jetzt Gleichberechtigung für Frauen haben, dass wir jetzt Umweltschutz haben, dass niemand mehr darüber streitet, dass das eine gute Idee ist. Das haben die Grünen geschafft. Und natürlich ist es auch meine Hoffnung für die Piratenpartei, dass wir das genauso mit unseren Ideen schaffen, dass irgendwann jeder sagt, ja klar müssen Informationen frei sein, ja klar muss der Mensch gewürdigt werden, weil er Mensch ist. Klar hat jeder ein Grundeinkommen und klar ist Bildung ganz anders und klar bin ich dafür da, andere zu Worte kommen zu lassen, zum Sicher, Beispiel. das wird noch lange dauern, aber Aber ja. das ist ein Satz, ich bin angetreten, um mich überflüssig zu machen. Ja. Verstehe ich. Das, was du da vertrittst, mit dem, dass du jetzt aus der Ukraine kommst und so, hat es nichts zu tun. Oder würdest du sagen, das hat auch mit deiner Herkunft zu tun oder mit Erfahrungen, Migrantin zu sein? Gab es überhaupt solche Erfahrungen? Ja, Oh. ich bin hergekommen, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Ich musste direkt in die Schule, ich habe nichts verstanden. Die ganzen Kinder haben irgendwie Dinge zu mir gesagt, ich habe nichts verstanden. Ich glaube, was ich ganz früh gelernt habe, ist das Überwinden von Grenzen. Das ist halt das eine. Dass ich aus der einen Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin, in der ich auch viel gelernt habe, plötzlich in eine andere Gesellschaft kam. Dass ich natürlich die deutsche Gesellschaft von außen gesehen habe und immer noch sehe, zum Teil. Das heißt, dass ich reflektiere, was läuft hier eigentlich anders als in der Ukraine, wie kann das anders funktionieren? Ich sah mehr Alternativen. Und dadurch, dass ich eben gesehen habe, wie verschieden man mit Menschen umgeht. Also jetzt bin ich zum Beispiel sehr beliebt, irgendwie auch in der Öffentlichkeit. In der Schule war ich, gelinde gesagt, nicht sehr beliebt. Und diese verschiedene Wahrnehmung dessen, unter welchen Umständen man wie wahrgenommen wird, das alles prägt natürlich schon sehr stark. Was sind denn deine Hoffnungen jetzt, sagen wir mal? Das, wo du sagst, das ist das, was ich vor mir sehe, oder da sind auch meine Fragen? Ich will offenen Dialog. Ich sehe auch vor mir, dass er immer stärker stattfindet. Wir haben nicht mehr so eine einseitige Darstellung durch Medien. Wir haben jetzt eine große Gegenöffentlichkeit. Viele kleine Veranstaltungen können es sich leisten, in den Medien bekannt zu werden. Viele Blogger können ihre Einzelmeinung teilen. Und wenn sie gut ist, dann findet das Verbreitung. Dann steckt es irgendwann das ganze Netzwerk an. Wir haben jetzt die Möglichkeit, viel besser unsere Meinungen bilden zu können. Das heißt, der Dialog wird immer leichter und immer mehr Menschen können daran teilhaben. Deswegen strebe ich auch an, diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, an diesem Dialog teilzunehmen. Denn es ist im Prinzip keine neue Idee, es ist nur die Reaktion auf eine Entwicklung, die bereits stattfindet. Und natürlich sehe ich da Probleme. Zum Beispiel, was wird dieser Dialog uns kosten? Dass das Internet jetzt schon sehr stark unsere Aufmerksamkeitsspanne, und nicht nur das Internet, auch die heutigen Printmedien, das Fernsehen,
Die Filme schränken unsere Aufmerksamkeitsspanne sehr stark ein. Es ist immer viel Information, die wir zu verarbeiten haben. Man kommt nicht mehr so ganz zur Besinnung. Das sind Probleme, mit denen wir uns in Zukunft rumschlagen müssen. Und auch die Demokratisierung wird immer neue Fragen aufwerfen. Zum Beispiel, was betrifft wen? Wenn ich einen Flughafen bauen will, wen muss ich dann fragen, wer ist betroffen? Können Bürger im Kriegsfall mitentscheiden? Und wie soll das funktionieren? Welche Geheimnisse darf der Staat haben? Welche Geheimnisse sollte der Staat haben? Das sind alles Dinge, die kommen noch auf uns zu. Aber ich glaube, wenn wir lernen, offen und ehrlich mit uns selbst zu kommunizieren, dann finden wir auch Antworten darauf. Du bist aber da schon sehr in diesem Politischen drin. Ne? Das sind jetzt schon Fragen gewesen, die sich die Partei auch stellt und du aber auch. Wie können wir dann staatlich verantwortlich? Ja, mein Gott, ich arbeite in letzter Zeit 70 Stunden in der Politik. Also ich denke im Moment an wenig anderes. Ja, aber es gab ja jetzt gerade den Wirbel auch, was du gesagt hast, ich arbeite jetzt, also ich kandidiere nicht nochmal für den Bundesvorstand. Und dann hieß es gleich, die Partei verliert ihr Gesicht und so weiter. Du möchtest deine Diplomarbeit irgendwie gut über die Runden kriegen und einen Berufs-, also einen Abschluss haben und ein bisschen Ruhe haben und dann und bist ja dabei und machst auch weiter. Ich werde denen jetzt beibringen, dass die Piratenpartei nichts verliert. Ich werde denen jetzt beibringen, dass die Piratenpartei aus ganz, ganz vielen Gesichtern besteht und dass ich aus der Basis viel mehr Politik machen kann als jetzt. Du bist in Münster vor allen Dingen engagiert auch. Nee, ich bin schon auf Bundesebene. Ja, ich werde jetzt auch auf Bundesebene an der Bildung weiterarbeiten. Bildung ist dann dein Thema vor allen Bildung Dingen. Bildung ist mein Thema, ja. Ein Thema ist mit aufgekommen, dafür bist du auch dann gleich noch bei Günther Jauch in der Talkshow, und zwar Antisemitismus. Mhm. Es gab da auch so Versuche, dich damit irgendwie zu bombardieren. Und du hast gesagt, ja, dieses Thema Antisemitismus wird irgendwie falsch diskutiert. Mhm. Kannst du dazu ein Wort sagen? Wir haben eine Antisemitismusdebatte, die im Prinzip erstens drei Dinge nicht unterscheidet. Erstens Juden als Volk, zweitens Judentum als Religion und drittens Israel als Staat. Das heißt, da wird alles durcheinander geworfen und man traut sich aber auch gar nicht, das so richtig aufzuteilen, weil man könnte was Falsches sagen. Und das ist das größte Problem dieser Debatte. Wir dürfen nichts Falsches sagen, sonst sind wir ganz furchtbar böse. Dass Antisemitismus ein deutsches Problem ist, ist so etwas, das vielen Deutschen irgendwie im Kopf ist, was nicht stimmt. Also ich glaube, Deutsche fühlen sich immer noch schuldig. Und das ist aber etwas, das die Juden, die in Deutschland leben, gar nicht so sehen. Mhm. Zumindest die ich kenne, nicht. Die sehen das halt viel lockerer, die können auch viel lockerer darüber sprechen. Und durch dieses offene Sprechen kommt man halt erst dazu zu analysieren, was ist überhaupt Antisemitismus, wo kommt das her? Ich sehe, dass viel Antisemitismus aus Trotz stattfindet, einfach weil man über diese Themen nicht reden darf. Aus Trotz? Aus Trotz, ja. Wir dürfen nicht offen darüber reden, nicht mal darüber, dass wir nicht offen darüber reden dürfen. Und ich bin die Einzige, die das sagen kann, und das auch nur, weil ich Jüdin bin. Also ich darf mir alles rausnehmen, aber sie nicht. Ja, stimmt. Ich versuch's aber mal. Das heißt aber, auch da wärst du eigentlich ideal, um diesen Dialog mal anders zu führen. Ja. Wahrscheinlich. Deswegen habe ich auch zugesagt, weil ich normalerweise, ich bin furchtbar nervös vor so großen Sendungen. Ich bin auch jetzt furchtbar nervös, aber ich sehe, dass wir diesen Dialog irgendwie ein bisschen nüchterner führen müssen und nicht immer auf Zehenspitzen und nicht immer mit Fingerspitzen und nicht immer im Flüsterton. Das heißt aber auch, also du hast es vorhin sehr schön gesagt, ich bin das ja gar nicht, ich vertrete ja nur und ich mache für andere. Aber offensichtlich ist ja gerade das, was deine Person sehr ausmacht und auch so gefragt macht, dass du irgendwie diese Begabung hast oder dieses sich zur Verfügung stellen hast oder auch Verstehen von hast, dass überhaupt Positionen aus ihrer Einseitigkeit und Gebundenheit an mich so herauskommen und vermittelbar sind. Also dass das doch offensichtlich etwas ist, oder wie würdest du das sehen, woher ist dieses Interesse an dir, dass du das Programm erklärst, dass du jetzt über Antisemitismus sprichst, dass du sozusagen die Dinge sagst? Ich bin ein Mädchen und ich bin süß. ich weiß nicht, ich glaube einfach, ich bin vermarktbar, also für die Medien. Das ist mir eine Frage. Ja gut, das sagst du jetzt. Also behaupte ich. Also dadurch, dass ich halt jung bin, dadurch, dass ich engagiert bin, man kann das dann immer so schön plakativ zeigen und dadurch, dass ich vielleicht auch reden kann, ich weiß auch nicht woher, aber das sind eigentlich die Eigenschaften, die gefragt sind. Ja, das sind die eigentlich, das kann man sagen, also sieht gut aus, ist jung und alles Mögliche. Klar, braucht man in den Medien. Aber, hat noch nie jemand gesagt, ne?
Aber was du trägst, ist doch, ich sage jetzt mal, was du trägst, ist doch eine ganz, ganz bestimmte Haltung, ein ganz bestimmter Geist der Sache, den du trägst. Vielleicht ist das auch gefragt, dass man. Ich bin eine sehr rationale Person. Ich bin nie sehr leidenschaftlich schreiend bei Debatten dabei, weil ich immer zu meinen eigenen Argumenten, die ich formuliere, sofort im Kopf Gegenargumente bilde. Weil ich immer verstehe, also ich bin ein furchtbarer Fan der Dialektik. Und vielleicht ist das auch etwas, das unsere Zeit widerspiegelt, weil man so viele widerstreitende Informationen hat. Und dann suchen die Leute nach jemandem, wer kann das sortieren, wer kann das vereinen und wie ist das vereinbar? Wie bilde ich mir denn jetzt meine Meinung, wo ich zwei völlig verschiedene Standpunkte gelesen habe und die widersprechen sich? Du interessierst dich immer auch für die andere mögliche Meinung. Was ist denn dein bestes Argument gegen die Piratenpartei? Gegen die Piratenpartei ist mein Argument, dass die Piratenpartei furchtbar jung ist. Furchtbar jung, dass sie sich als Partei noch nicht gefestigt hat und dass man deswegen nicht ganz genau weiß, was am Ende rauskommt. Und wenn man damit nicht klarkommt, dass man nicht ganz genau weiß, was am Ende rauskommt, dann sollte man die Piraten wahrscheinlich nicht wählen. Oder gerade deswegen wählen, weil genau das ist, also das war ein Argument für die Piratenpartei. Jetzt sag mal ein Argument gegen das Grundeinkommen. Ich sehe beim Grundeinkommen das Problem, dass wenn wir als Deutschland, also ich werde jetzt total rational, gehe von der philosophischen Idee weg zur konkreten Umsetzung und ich sage, Deutschland beschließt das bedingungslose Grundeinkommen, dann müssen wir zum Beispiel die Gesetze unserer Immigration verschärfen. Das ist dann einfach so, denn wir werden realistischerweise nicht unbegrenzt viele Migranten aufnehmen können, die dann natürlich verstärkt versuchen werden, ins Land zu kommen. Wir werden dann also ganz anders mit Flüchtlingen zum Beispiel umgehen müssen. Wir werden auch anders umgehen müssen mit Unternehmen, denn die Frage ist natürlich auch, wie schaffen wir das in einer globalisierten Gesellschaft, wenn wir durch das bedingungslose Grundeinkommen die Arbeitskraft teurer machen, und das wird in bestimmten Berufen der Fall sein, dass die Arbeitskraft einfach teurer wird, dass dann die Unternehmen nicht abwandern. Das sind Fragen der Regulierung, die wir uns dann stellen müssen. Also bei Migranten hast du mir schon erklärt, du weißt es besser als ich, für euch war Deutschland ein Eldorado, weil es Sozialhilfe gibt. Richtig. Also Deutschland war, da wollte jeder hin, klar. Genau, obwohl man dafür ja auch angemeldet sein muss und das alles genehmigt sein muss. Mit den Arbeitskosten verstehe ich, die Arbeitskosten werden sinken mit dem Grundeinkommen. Deutschland wird ein Eldorado, dass alle hierher, also dass Firmen hier bleiben, weil so günstig wie hier ist die Arbeit nirgends. Dass die Argumente sich gegenseitig aufwiegen. Nein, weil mit dem Grundeinkommen werden die Gehälter und Löhne natürlich sinken. Ist ja klar. Weiß ich nicht. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie eine manuelle Kraft brauche, die für mich mit einem Klo putzt. Ja. Aus irgendeinem Grund will ich, dass das ein Mensch erledigt. Aber niemand will freiwillig ein Klo putzen, wenn er auch so leben kann. Da muss ich mehr zahlen. Und für die uninteressanteren Arbeiten, die, wo man sich nicht gut selbst verwirklichen kann, die aber weiterhin von Menschen ausgeführt werden müssen, werden die. Das sind aber alles Arbeiten, die sind lokal. Die Klos kannst du nur hier putzen, dann kannst du nicht auswandern. Und das gilt für die meisten anderen solchen Arbeiten auch. Für die meisten derer, die noch nicht von Robotern ersetzt wurden, stimmt das. Ich bin auch jemand, der sehr stark an die Zukunft glaubt und glaubt, dass viel mehr Arbeit mechanisiert wird. Also wir brauchen im Prinzip gar nicht mehr alle Menschen, die im Moment irgendwie beschäftigt sind. Aber das wäre trotzdem ein Gegenargument, das ich anführen würde. Ich meine, ich argumentiere jetzt gegen mich selbst, ne, gegen meine eigene Überzeugung. Okay, also da kann man sagen, und dass solche Arbeit endlich anständig bezahlt wird und ein Mensch, der ein Klo putzt, nicht als Klo verstanden wird, sondern als Mensch, ist ja total wichtig. Das ist ja ein unglaublicher Fortschritt, dass du endlich mal die unentbehrlichen, aber unangenehmen Arbeiten entlohnst mit viel Geld und die Manager einfach gar nichts mehr kriegen, weil die haben so eine spannende Arbeit. Zum Beispiel, also könnte man auch sagen. Ja, draußen liegt ja dieser Flyer, Mindestlohn ist eine Brückentechnologie von unserer Partei. Und das ist ja genau das, wir freuen uns ja total, dass der Mindestlohn sozusagen systemimmanent wird, also dass man unter einem bestimmten Lohn einfach bestimmte Arbeit nicht mehr macht. Aber andererseits andere Arbeiten, die man freiwillig macht, ohne dafür Lohn zu erwarten, also ich bin jetzt bei den Piraten, das ist so spannend, da will ich gar kein Geld für, dass ich die dann einfach machen kann. Und dein eigenes, wo du selber wirklich sagst, da habe ich Bedenken beim Grundeinkommen, was wäre das? Also du hast jetzt zwei Sachen gesagt, das eine weiß ich nicht genau, Migration, das andere, denke ich, müsste man jetzt drüber sprechen. Also ich habe immer die Frage vor mir, ich habe ein sehr positives Menschenbild. Ich glaube eben daran, dass der Mensch diesen Selbstaktualisierungstrieb hat. Ich gehe von mir aus, ich gehe von meinen Freunden aus und ich denke, alle Menschen sind so wie wir. Und wenn man denen nur irgendwie ein bisschen Freiraum lässt, dann fangen die an zu schuften und sich einzusetzen. Und ich frage mich einfach manchmal, haben die Kritiker recht,
die sagen, dass die Menschen dann nur faul auf dem Sofa sitzen oder dass viele nur faul auf dem Sofa sitzen. Verlieren dadurch vielleicht sogar Menschen Anschluss an die Gesellschaft, der im Moment erzwungen wird, dadurch, dass sie arbeiten müssen, die kommen irgendwie in Kontakt mit Kollegen und da lernt man sich schon mal kennen. Oder sitzen dann tatsächlich Menschen einfach nur zu Hause auf dem Sofa und rutschen langsam in die Depression, weil sie haben nichts zu tun, sie wollen auch nichts tun und sie sind auch zu faul, etwas zu tun. Also gehe ich so stark von mir aus? Und von wem willst du sonst ausgehen? Ich habe niemanden sonst. Also ich kann ja nur von mir ausgehen. Okay, du hast niemanden sonst. Das ist einfach eine Antwort. Und bei den Piraten ist es ja Hälfte-Hälfte sozusagen. Was denkst du, wie die Piraten mit dieser Idee weiter umgehen werden? Also im Moment ist es bei den Piraten 2/3 für das Grundeinkommen und ein Drittel dagegen. Doch. Ja, klar. Also, als gesagt wurde, wir haben die knappe Mehrheit erreicht, bedeutet das, wir haben knapp die 2/3 Mehrheit erreicht. Aha. Dafür haben wir die ja, damit das eine eindeutige Mehrheit ist. Also insofern doch, der Großteil der Piraten glaubt an diese Idee. Vor allem inzwischen werden sich die Verhältnisse noch mehr gewandert haben, weil wir seit dem Beschluss viele neue Piraten haben und seit der Berlin-Wahl, die ja auch schon mit dem bedingungslosen Grundeinkommen eingetreten ist. Das heißt, die jetzt eintreten, sind meistens auch schon von dieser Idee überzeugt. Aha. Es gibt allerdings dann auch Gegner, die zum Beispiel von einem Modell ausgehen, bei dem man das bedingungslose Grundeinkommen kriegt und sonst gar nichts mehr. Also das heißt, man... Das sind die, die von der FDP zugewandt sind. Wir haben wahrscheinlich auch viele, die von der FDP zugewandt sind, klar. Und die denken, das ist so ein Schweigegeld. So, hier hast du 300 Euro im Monat und jetzt sei schweig. Ob du eine Behinderung hast, interessiert mich dann gar nicht. Aber die sind dann gegen das Grundeinkommen. Die sind dann gegen das Grundeinkommen. Siehst du, und deswegen wird so ein Grundeinkommen nicht eingeführt, sondern anders. Das denke ich eben auch. Aber das Problem ist halt wirklich, dass bei uns verschiedene Modelle diskutiert werden, aber eben noch kein konkretes ist. Das heißt, wenn wir vom bedingungslosen Grundeinkommen sprechen, sprechen wir von verschiedenen Dingen, ohne uns tatsächlich im Klaren darüber zu sein, wovon genau wir ausgehen. Was aber eigentlich im Interesse der Partei liegt, so wie du es gesagt hast, dass man eigentlich lange mit den Dingen so umgeht, dass man wach bleibt. Richtig. Wir haben ja auch die Sozialpiraten, die verschiedene Modelle sammeln und evaluieren. Wir haben jetzt am Dienstag in Velbert eine Veranstaltung dazu. Da wird es ein ganz konkretes Finanzierungsmodell geben, das vorgestellt wird. Das heißt, wir haben auch sozusagen parteiinterne Schulungen. Also parteiintern heißt bei uns, jeder darf kommen, auch nicht Piraten. Wo wir einfach zeigen, so könnte das aussehen oder so könnte das aussehen, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile und aufklären. Aber ihr befasst euch jedenfalls noch länger damit. Natürlich, klar. Sag mal ganz kurz, Piraten, warum eigentlich Piraten? Historisch bedingt, in Schweden gab es diese Gruppierung, die gerne die Plattform Pirate Bay benutzt hat, eine Tauschbörse, eine Internet-Tauschbörse. Und dann haben die, dann lief da so eine Werbung, dass Piraterie ein Verbrechen ist. Kennt sicher jeder. Da haben die gedacht, Moment, warum sind wir eigentlich Verbrecher, wenn wir Kulturgüter vervielfältigen und kopieren? Das ist ein cooler Gedanke. Natürlich haben die nicht gesagt, wir machen das jetzt einfach weiter, sondern die haben gesagt, okay, wir verstehen, dass die Künstler leben müssen, dass ihnen das im Moment irgendwie auch schadet, aber wir müssen das Urheberrecht so reformieren, dass die Kopie von Kulturgütern legal und erwünscht ist. Mhm. Und die haben sich aus Trotz Piraten genannt, weil die gesagt haben, ja, wir sind diese Verbrecher und wisst ihr was, wir nennen uns jetzt so lange Piraten, bis Piraten assoziiert wird mit etwas Positivem. Das habt ihr quasi übernommen, daher kommt es daher historisch? Kommt es. Inzwischen kommen wir da aus der Nummer auch nicht mehr raus, wir haben 60 Piratenparteien auf der Welt. Ja. Der Urgedanke ist, Kulturgüter gehören verbreitet und sind nicht Privateigentum einfach. Und du hast jetzt schon ein paar Mal so gesagt, dass eigentlich alle Bürger Piraten sind. Also du hattest vorhin, hattest du gesagt, also die Piraten, also Bürger? Ja, Piraten, wir haben ja keine geschlossene Veranstaltung. Ja. Pirat kann jeder sein, das ist ziemlich niedrigschwellig. Ja, Pirat kann jeder sein, aber wie du die Menschen ansiehst, ist es ja eigentlich, dass das alles potenzielle Piraten sind. Okay, da geht ihr auch von euch aus und das ist auch eigentlich... Deswegen erlauben wir auch Doppelmitgliedschaften mit anderen Parteien. Genau, deswegen ist Susanne Wiest auch bei euch, die übrigens in allen Parteien sein wollte, Susanne Wiest, die Petition zum Grundeinkommen gemacht hat, die mit über 50.000 Unterschriften auch dann erfolgreich war und die jetzt als neue Idee hatte, ich werde Mitglied in der Partei, ich möchte nämlich gesellschaftlich mitgestalten und zwar in allen Parteien und hat an alle Parteien geschrieben und gesagt, ich finde es toll, ich möchte gerne in die SPD eintreten und so weiter oder CDU und FDP, alle Parteien und alle haben sich sehr gefreut. Und haben gesagt, ja, Frau Wiest ist toll und auch mit der Petition, Sie sind ja ein Bekannter und so. Und dann haben die aber gelesen, dass Susanne Wiest dann noch dazu geschrieben hat, dass sie das in allen Parteien jetzt wird.
Und es gab nur die Piratenpartei eben, die gesagt hat, ja, ist super, komm. Alle anderen haben das gesagt, es geht nicht, ist ausgeschlossen. Wenn du bei uns bist, also es tut uns wirklich leid, dann kannst du nicht auch bei einer anderen sein. Und das, finde ich, ist auch ein schönes Zeichen. Ja, wir und die Partei von Martin Sonneborn sind die einzigen beiden Parteien, die Doppelmitgliedschaft haben. Okay. Was zu großen Überschneidungen in unseren Mitgliedern führt. Marina, ich bin soweit. Ich würde dir gerne einfach jetzt so wie einer guten Fee einen Wunsch freigeben. Du darfst eine Sache dir wünschen, die dann in Erfüllung geht. Was wäre dein dringendster Wunsch im Moment? Darf ich unter allem wählen? Auch, alles. Auch unrealistisch? Ja, nur eigentlich. Kann ich einen Kaffee kriegen? Vielen Dank. Kaffee kriegst du jetzt.